dann ist es so eigentlich, dass der zweite Teil, was wichtig ist, ist, was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, damit wir hier weniger anziehen müssen, diese Mutter hier weniger andrücken müssen, gibt es zwei Optionen. Die eine Option, man versucht diese Auflagefläche hier zu vergrößern. Das heißt, ich lasse die Kugeln einschleifen. Ich zeige euch das in der Praxis. Das heißt, hier kriegt diese Scheibe eine kleine Delle. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das so rummale. Eine kleine Delle. Dadurch hat die Kugel als solches eine größere Auflagefläche, eine größere Reibungsfläche und kann so mehr Kraft übertragen. Auf beiden Seiten ergibt das bis zu 200% mehr Auflagefläche, muss man sich vorstellen, anstatt dieser Punkt hat man eine solche Fläche. Dadurch können die Kräfte besser übertragen werden. Heißt, ich kann hier die Mutter weniger stark anziehen. Damit belaste ich dieses Kugellager auch weniger und das Kugellager hält mir einfach viel, viel länger. Das ganze Diff hält viel länger. Man spürt es auch, das Diff ist viel, es geht viel leichter, man kann es richtig anschucken und es dreht ziemlich lange. Die zweite Option oder kombiniert wäre hier so etwas dazwischen zu bauen, sogenanntes Radiallager, kein Axiallager, Axiallager, kein Radiallager, Entschuldigung, das überträgt die Kräfte ganz einfach. Kommt hier eine zusätzliche Scheibe rein, das ist die da, das Kugellager oder das, kein Kugellager, das Radiallager kommt hier rein, Axiallager, Entschuldigung, komplett confused, kommt hier rein, die Scheibe wieder plus die Federscheibe und spielt dann auch keine Rolle mehr, wie ich die Federscheibe drauf mache. Ob das jetzt innen ist oder hier, spielt keine Rolle mehr dann. Und somit kommt die Kräfte auf den Außenbund vom Kugellager, hier. Somit geht die Kraft, wenn ich da anziehe, so gerade rüber. Das funktioniert. Das gibt auch eine kleine Belastung, hat einfach den Vorteil auch wieder, dieses Kugellager hält länger. Sonst gibt es eigentlich keine Vorteile. Lohnt sich aber sowas zu investieren und einzubauen, kann ich empfehlen. Ja, soweit zur Theorie. Ich weiß nicht, ob man das nachher gut sieht, ich muss es anschauen. Aber grundlegend einfach wichtig, hier, das muss Plan sein, diese Scheiben hier. Darf auf keinen Dreck hier sein, wenn ihr die da einbaut. Guck da, bei Coralie hat es jetzt hier eigentlich ein O-Ring. Sieht hier ein O-Ring, okay. Gute Sache, dämpft die Platte ein bisschen. Die kommt hier drauf. So, die sitzt da. Dann kommt eigentlich das Zahnrad mit dem Kugellager. Okay. So, die Kugeln sind schon drin, wie ihr seht. Das sind Keramikkugeln, kommen ja auch noch drauf, was das bedeutet. Dann kommt eigentlich mal die Scheibe. Auch hier wieder drauf machen, das Kugellager rein. Wie gesagt, dieses Kugellager, das hält ewig, das hat keinen Druck. Seht ihr auch schön hier, dieser Abstand, das hat keinen Druck. Ich mache das hier so drauf. Okay. Wichtig ist hier, die Scheibe, mach sie jetzt ein bisschen weg. Seht ihr schön, die ist weggefallen, die muss wieder gerichtet werden. Die muss schön passen, also nicht das Diff so zusammenschrauben. So zusammenschrauben, das bringt gar nichts. Geht euch das Diff kaputt und die Scheibe ist gleich wieder rund. Das muss schön passen, genau, so. Okay, dann Kugellager. Diese Scheibe, dieses Lager, hier auch wieder dieses Lager, diese Federscheibe, die ist geformt, die mache ich so drauf, am Schluss kommt die Mutter drauf und kann das Ganze anziehen. Okay, teste mal, ob es einfach einigermaßen läuft. Gucken, wichtig, guckt wirklich hier, ob die Scheiben nicht draußen sind, ne? Beim Diff. Passiert sehr schnell, sehr oft eigentlich. Die Scheiben müssen wirklich sauber drin liegen. Spürt ihr auch. So, dann könnt ihr hier drehen. Jetzt ist genau so, wenn ich jetzt ein Kratzen spüre, wenn ich nur schon so drehe, ein Kratzen. Das heißt,
Ich habe hier Dreck drin. Kann sein, draußen fahren eine Weile oder so, passiert das. Muss ich es reinigen. Wenn es aber so ist, dass ich jetzt wirklich so klack, 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 so einen Moment habe, wo es einrastet, dann ist definitiv dieses Kugellager hier draußen defekt. Zeig so wie die Zeichnung, Entschuldigung. Ist dieses Kugellager hier draußen. Das hier ist defekt. So viel zu Theorie. Dann anziehen. Zieht es mal an. So. Beide Seiten halten. Okay. Und am Zahnrad drehen mit dem Daumen. Es sollte so sein, dass das Zahnrad nicht durchdreht. Wenn es nicht durchdreht, ist es gut. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen lösen. Wenn ihr wirklich toll dran drückt, so wegdrückt, toll, und es dreht leicht durch. Das ist die optimale Einstellung. Ja, that's it, soweit Theorie. Sehr wahrscheinlich habe ich was vergessen, und zeige ich es euch später nochmal. Der zweite Teil wird euch dann zeigen, oder werde ich euch zeigen, das Schleifen. Wie machen wir das Schleifen? Das müsst ihr einmal machen am Anfang. Und wie baue ich das Differential sauber auf? Sprich, wie bearbeite ich das, dass es wirklich sauber funktioniert mit dem Fahrzeug? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Viel Spaß. Tschüss. Noch was, Entschuldigung. Ich gehe mir davon aus, dass man gewisse Sachen hat. Wenn ihr das nicht habt, dieses Lager, okay, wo ich gezeigt habe, hier auf der Seite, ist es eigentlich relativ wichtig. So wie ich es gezeichnet habe, die Federscheibe, der innere Teil muss ans innere Lager rein. Hier rein, nicht nach außen. Und dann die Mutter. Das heißt, diese Federscheibe, die montiere ich so. Okay. Schnell schärfer stellen, das geht nicht. Die montiere ich so, und ziehe sie dann an. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr zu viel Reibung. Das ist auch nicht so toll. Und dann geht das immer noch ganz, ganz leicht, okay? Weil der Innenring, der drückt hier drauf, und das Kugellager kann immer noch funktionieren. Wenn ihr es hier umkehrt, diese Scheibe, wenn die Scheibe so ist, okay, dann geht der nicht auf, weil das dreht nämlich so rum und das dreht so rum. Das heißt, die drehen gegeneinander. Das erzeugt Wärme und das ist nicht gut. Und Verlust natürlich. Das war's, okay, tschüss.